Hallo, liebe Freunde des LAP Gravity Extreme 80 Multicopter. Ich habe ja schon ein Unboxing-Video gemacht, was ich hier oben mal verlinke. Das Video wird relativ gut angenommen und viel angeguckt. Deswegen hatte ich mir gedacht, werde ich jetzt im Anschluss direkt den Erstflug starten. Ich werde also nicht im Acro-Mode fliegen oder im Flip-Modus. Flip-Modus vielleicht, weiß ich noch nicht, aber erst im Stability-Mode. Um zu gucken, wie der Kleine sich in der Luft verhält. Die Steuerungen sind bei mir mal Mode 2, Gas links, Drehung links und dann vorne, hinten, rechts, links fliegen, ist auf dem rechten Knüppel. Und wie viel Power der hat und wie der sich in der Luft verhält, wie stabil der ist, das testen wir jetzt. Zunächst müssen wir den Sender einschalten. Ja, am Sender sind ja ganz viele silberne Hebelchen. Die stehen also jetzt, wenn ich anfange, zunächst mal alle nach oben. Das heißt, diese drei stehen nach vorne, die hier hinten stehen nach unten gekippt. Das ist so der Standard, den man beim Einschalten haben soll. Dann muss ich mal sehen, dass das Display nicht so spiegelt. Schalte ich den Sender ein. Ja, wenn der Sender so hektisch piept, habe ich gelesen, habe ich natürlich falsch gemacht, dann ist der Gashebel nicht in seiner unteren Position. Den stellt man dahin und schaltet dann den Sender nochmal ein. Jetzt konnte man aber gut erkennen, warum das so fürchterlich schnell piepst. Ja, wir haben ja auf der Fernsteuerung den Mode 2. Ich habe die Standardeinstellungen gelassen. Ich gehe auch hier nicht in das Menü rein. Sender ist an. Jetzt wird der Copter angemacht. Der Copter besitzt keinen Ein- und Ausschalter. Ich drehe ihn mal so rum. Sondern hat einfach nur den Akkuschacht. Und dann hier unten den Anschluss für den Akku. Wenn er dann eingestellt ist, stelle ich den zum Initialisieren immer gerade hin. Damit ist das System flugbereit, aber wir haben ja die FPV-Kamera noch da unter dem Copter und schalten jetzt hier seitlich noch den Bildschirm ein. Ja, wir erhalten noch gleich ein Bild. Ich kann den Copter mal hochnehmen. Ja, muss ich ein bisschen weiter weggehen. So kann man das erkennen. Haben wir dann das FPV-Bild, First Person View. Ich bin da nicht geübt drin, ich werde erstmal nicht damit fliegen. Man kann den Bildschirm anlassen oder auch ausmachen. Vom Fliegen her ist das kein Unterschied. Jetzt starten wir die Kiste mal. Mal sehen, ich bin ganz nervös. Am Kopf da hinten ist ja noch die Status-LED, die jetzt grün ist. Das heißt, der Akku hat noch genug Spannung. Wenn die mal anfängt, rot zu blinken, sollte man schnell landen. Man hat tatsächlich nur noch 30 Sekunden Zeit. Das finde ich ein bisschen sehr knapp. Der Copter nimmt dann die Leistung raus und kommt selbstständig in Richtung Boden, aber halt nicht so kontrolliert, wie man das selber machen würde. So, einfach auf eine ebene Fläche stellen. Kommen wir ein bisschen mit ins Bild. Ja, was soll ich sagen? Starten. Der Cylinder GPS gesteuert. Das heißt, er bleibt nicht selbstständig an seiner Position. Da muss man also ständig gegenlenken. Ja, scheint aber genug Power zu haben. Ja, er soll ja auch 80 Stundenkilometer schnell sein. Das sicherlich aber nicht in diesem Stability-Mode, sondern im Akku-Mode. Der erste Absturz, mal gucken, ob was passiert ist, ich hoffe nicht. Natürlich nicht, die Teile sind ja auch sehr robust. Die sind ja auch auf Krawall gebürstet und dafür ausgelegt.
die Startleistung oder die Steigleistung testen. Ja, das ist gewaltig. Für 2S Akku. Der ist auch noch schnell auf Höhe. Ja, zum Landen geht man einfach wieder auf eine ebene Fläche. Die Flugzeit wird in etwa wieder 6 Minuten, je nach Modus, betragen. Und die Ladezeit, denke ich, liegt auch bei 25 bis fast 30 Minuten. Das ist ein bisschen blöd, da muss man also ein paar Ersatzakkus haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal in den Flip-Modus reingehe. Ich glaube, ich wage es mal. Ich bin ja schon ein bisschen erfahren mit Multikoptern. Das heißt also, den Schalter S2 und S4, der wird nach unten gestellt. Dann leuchtet die Status-LED rot. Man befindet sich dann im Flip-Modus. Der Multikopter verhält sich ganz normal. Man merkt überhaupt nicht, dass man im Flip-Modus ist. Es sei denn, man nimmt die Steuerhebel ganz bis zum Anschlag. Egal, den rechten. Für vor, zurück, rechts, links. Egal in welcher Richtung, macht er dann da den Flip. Wenn man den Hebel wieder zurückfallen lässt, stabilisiert der Kopter sich wieder. Wir sind ja nicht im Akro-Modus. Ja, am besten testen. Er verliert doch ganz schön an Höhe, wenn man das macht, ohne zusätzlich Gas zu geben. Ich würde empfehlen, also in der Aufwärtsbewegung den Flip zu machen, dass man ein bisschen Gas dabei hat. Ja, das ist deutlich entspannter, sonst verliert er zu viel Höhe. Oh ja, das war ein bisschen wackelig. Funktioniert aber auch. Wenn ihr noch Bock auf mehr Videos vom LRP Gravity Extreme 80 habt, könnt ihr meinen Kanal hier abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben, dann freue ich mich immer drüber. Ich werde noch die ganzen Modi vorstellen, Anfängertipps und Tricks machen und ich lasse mir noch eine ganze Menge einfallen dazu. Also bis dann, viel Spaß. Tschüss bei Blueframe Video.